Das wird wahrscheinlich wieder ein relativ kurzer Vortrag. Dieses Mal habe ich es irgendwie nicht mit der Länge. Und dafür füllen wir das ja mit Diskussionen danach auf. Ist ja perfekt. Genau, das war der Plan letztendlich. Und ich habe versucht, das auch ein bisschen aufzufüllen, wieder mit irgendwelchen Kommentaren von so einer komischen KI. Ist die Chip-Krise vorbei? Leider ist sie noch nicht vorbei. Da hat sie auch schon wieder recht, muss ich sagen. Der Spruch, der dazu kam, ist gar nicht so dumm. Wenn man so allgemeine Sachen fragt, kommen eigentlich ganz brauchbare Antworten raus. Gut, ist ein bisschen bla bla, aber was soll's? Ich weiß nicht, soll ich das stehen lassen? Nein, ne? Wir gehen einfach mal weiter. Ich habe noch was gefragt, welche Bauteile waren in der Krise besonders schlecht verfügbar? Das fängt gut an mit Mikrocontrollern, Prozessor, Speicherchips kann ich alles bestätigen. Leistungstransistoren kann ich besonders bestätigen. Aber passive Bauelemente, Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten hatten wir nicht einmal ein Problem, an das ich mich irgendwie erinnern kann. Das ist schon wieder nur so eine Halbwahrheit irgendwie, ohne das weiter zu vertiefen. Aber trotzdem finde ich das witzig, dass man da, also Redakteur möchte ich nicht sein. Also wird einfach nicht mehr gebraucht, dieser Job. Ja, diese blöde Chipkrise, die seit 2 Jahren herumgeistert und immer noch nicht so ganz überwunden ist, hat hier einige Auswirkungen gehabt, auch auf meinen Laden. Und um das mal einfach nur mal zu thematisieren, wie das eigentlich so abläuft, wir bauen hier Soundmodule für solche Modell-LKWs und Schiffe und so etwas. Und ich habe mal gegenübergestellt die Situation vor der Krise und jetzt nach der Krise. Und vor der Krise hatten wir also zwei Basisplatinen. Da konnten wir alle Designs, die wir hier haben, mit abdecken. Eine kleine Basisplatine mit einem relativ schwachen Verstärker und dann noch eine größere Platine mit einem etwas größeren Verstärker. Mehr ist es tatsächlich nicht. Prozessorplatinen hatten wir vor der Krise eine, die wurde also darauf gesteckt. Zum Glück war das Ganze schon ein modulares Design. Gehäusevarianten und Prozessorvarianten. Wir haben genau einen Prozessor gehabt, das war ein Coldfire, den haben wir gekauft, eingebaut, fertig. Und dann gab es zwei verschiedene Digital-Analog-Wandler für das Kleine und für das Große. Einmal waren es, glaube ich, 12-Bit und einmal 16-Bit. In einer einzigen Gehäusevariante. Und diese Chipkrise hat dazu geführt, dass das komplett zerfasert ist, die ganzen Projekte, die wir da haben. Also jetzt haben wir nach der Krise vier Basisplatinen, zwei verschiedene Prozessorplatinen für zwei Prozessoren, nämlich in unterschiedlichen Gehäusen, weil die nicht in der ausreichenden Menge lieferbar war, in dem Gehäuse, was wir ursprünglich hatten. Prozessorvarianten aus einer Variante, die wir im eingekauft sind, inzwischen vier geworden, zwischen denen wir ständig wechseln, je nachdem, was wir gerade einkaufen können. Richtig schlimm war das Problem bei den Digital-Analog-Wandlern. Die zwei, die wir traditionell verwendet haben, waren nämlich beide nicht mehr lieferbar mit Lieferzeiten von teilweise 1,5 Jahren oder so. Also wirklich katastrophal. Da mussten wir dann mehrere Redesigns machen. Inzwischen habe ich 7 Stück in der Liste, zwischen denen wir immer wechseln, je nachdem, was wir gerade einkaufen können. Und auch der Planungshorizont ist so, dass man, also früher haben wir vielleicht für 3 Monate im Voraus gedacht. Jetzt ist es wirklich so, dass wir unseren Bedarf auf Zeiträume von 1 bis 1,5 Jahren im Voraus planen müssen, um sicherzugehen, dass wir da nicht irgendwann in ein Loch fallen und nicht produzieren können. Das ist doof, vereinfacht gesagt. Und besonders unangenehm auch, dass es dann diese DACs nur in anderen Gehäusen gab. Also inzwischen haben wir drei verschiedene Gehäusevarianten, die hier auch herumschwirren. Und daraus resultieren auch die mehreren Basisplatinen. Nicht immer kann man dann auf einer Basisplatine drei verschiedene Gehäusevarianten nebeneinander unterbringen, rein platzmäßig. Dann endet man auch noch mit mehreren verschiedenen Platinen, je nachdem, welcher DAC gerade zur Verfügung steht, um das Ganze zu vollenden. Das ist alles nervig und hält auf und führt auch dazu, also ist sehr viel Zeit reingegangen natürlich in diese Redesigns. Teilweise musste man auch Softwareanpassungen machen, weil die DACs unterschiedlich waren. Manchmal sind es nur winzige Unterschiede, aber trotzdem muss man die Software anpassen und anfassen, hilft ja nichts. Und ja, noch krasser, allerdings ohne Redesign, Gott sei Dank, ist die Situation bei den Fahrrädern und bei den Leistungs-MOSFETs. Da hatten wir also vor dieser Krise 2 Stück. Wir hatten einen kleinen. Der war in den kleinen Fahrträglern drin, alles so bis 10 Ampere konnte man damit abdecken. Und dann hatten wir einen größeren, der war in den etwas kräftigeren drin, so bis 30 Ampere. Und die gibt es schon seit ewigen Zeiten nicht mehr in den Mengen einzukaufen, wie ich sie eigentlich brauche. Also jedenfalls nicht im seriösen Großhandel. Inzwischen habe ich in meiner Liste 12 Stück drin. Das sind alles Alternativen, die ich mir zusammengesucht habe, zwischen denen wir auch im Einkauf dann ständig wechseln. Also 11 von denen habe ich tatsächlich auf Lager. Ich kriege einfach die Mengen, die ich brauche, nicht ran von einer Sorte. Deshalb muss ich so viele immer gucken, was ist gerade verfügbar und dann einbauen. Und zum Glück ist das diesmal die Hardware nicht betroffen.
Da war ich tatsächlich mal clever. Ich habe nämlich schon ganz am Anfang einen Footprint verwendet für diese MOSFETs, der universell ist, wo also auch verschiedene Varianten verschiedener Hersteller passen, die alle sehr ähnlich sind, aber nicht gleich. Also sie sehen alle so ein bisschen auf die Entfernung aus wie SO8, sind aber im Detail, was die Metallflächen unter dem Chip anbetrifft und so weiter, dann wieder unterschiedlich. Das ist sehr ärgerlich im Grunde genommen, aber so ist es nun mal eben. Also Glück gehabt, da brauchte ich tatsächlich keine Redesigns machen bis jetzt. Da habe ich nur das Theater, dass wir halt eben so viele verschiedene Transistoren einkaufen mussten. Und früher habe ich so eine Motorbrücke natürlich oben und unten mit den gleichen Transistoren bestückt. Das war irgendwie naheliegend. Inzwischen ist es so, dass das auch schon sortiert ist. Also ich habe Transistoren, die baue ich nur oben ein und andere baue ich nur unten ein, weil sie bestimmte Anforderungen da oder da etwas besser erfüllen. Viel Sortiererei also. Na gut, das ist jetzt ein anderer Punkt oder ein anderes Ding dabei, was einen wirklich keinen Spaß macht. Das ist die, ja, die Eigenart der Hersteller, mehr oder weniger ihre Produkte, ich möchte fast sagen, zu verschleiern oder auch Kompatibilitäten zu verstecken oder irgendwie die Sachen so zu benennen, dass man von selber gar nicht darauf kommt, dass das eventuell Alternativtypen sein könnten. Das ist total nervtötend, wenn man Hardware sucht oder wenn man ganz egal, ob es Chips sind oder Transistoren. Und da erlebt man die seltsamsten Sachen. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich gesucht habe, bis ich dann dahinter gekommen bin, dass diese beiden Apparate da oben zu 99% identisch sind, was man anhand der Bezeichnung nicht erkennen kann. Das linke ist die Konsummaschine mehr oder weniger von STM und das rechte ist die Automotive-Schiene. Und die sind wirklich zu 99%, also man kann die einfach nehmen, bestücken, funktioniert. Der Unterschied ist marginal. Ich meine, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war irgendwo im Linnenbereich bei der Serienschnittstelle oder so, aber im Grunde genommen. Und das ist nur ein Fall von der Sorte, haben wir also mehrere. Auch ein Spiel, was also gerade ST sehr gerne treibt, dass Chips nur aus Marketinggründen runterspezifiziert werden. Das heißt also, man lässt in der Dokumentation einfach bestimmte Sachen weg und tut dann so, als wären die nicht drin. In Wirklichkeit sind sie aber drin. Es wird nur aus Marketinggründen rausgenommen, damit man das Ganze dann als Economy oder Value Line oder so verkaufen kann. Und diese Marketinggeschichten sind auch etwas, was einen als Ingenieur total gegen den Strich geht. Also, dass da ständig, ja, eigentlich künstliche Unterschiede erzeugt werden, die in der Realität so gar nicht existieren. Das hier ist ein MOSFET von Wischel, glaube ich. Und man glaubt es kaum, die beiden sind völlig identisch. Die unterscheiden sich nur in der Dicke des Gehäuses. Ich habe die PDFs nebeneinander gelegt. Das ist wirklich so, die Daten sind also 100 Pro. Das konnte ich erst gar nicht glauben. Und am Ende hat man dann gesehen, das Gehäuse ist ein bisschen dicker. Das ist der ganze Unterschied zwischen diesen beiden Dingern hier. Und naja, gut, dass die Hersteller sowieso sehr fantasievoll sind bei ihren Bezeichnungen, das ist ja nun nichts Neues. Also auch diese beiden Teile hier sind völlig identisch. Was sehr lange gedauert hat, um das überhaupt herauszufinden, weil Suchmaschinen natürlich da auch an ihre Grenzen stoßen. Ich kann hier zwar nach 125 suchen, aber das ist, glaube ich, auch die einzige Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Vögeln hier. Und man findet sie einfach nicht. Also bei diesem hier hatte ich das spezielle Problem, dass ich glaube, der linke Kollege war es, war nicht lieferbar. Wir brauchten ihn dringend. Dann hatte ich ein Angebot aus Hongkong zum 40-fachen Preis. Das wollte ich natürlich nicht machen. Dann habe ich noch einen Abend oder eine halbe Nacht weitergesucht und dann schließlich auch irgendwo bei Texas Instruments im Automotive-Bereich dieses rechte Gerät hier gefunden, was also tatsächlich kompatibel ist. Das ist sehr, sehr mühsam. Was tun? Also bei den Prozessoren hat man eben auch das Problem gehabt in den letzten 2 Jahren, dass eigentlich alles einfach auf den Kopf gestellt war, alles upside down. Früher war das ganz einfach. Ein Prozessor hat wenig Speicher, dann ist er billiger, hat er mehr Speicher, ist er teurer. Hat er Consumer-Temperaturbereich, ist er billig, hat er Military, ist er teuer. Das ist alles durch die Krise auf den Kopf gestellt worden, weil es bei den Preisen eigentlich nur noch um Angebot und Nachfrage ging. Und da habe ich es also tatsächlich erlebt, obwohl das jetzt eigentlich auf der nächsten Folie draufsteht, wird mir gerade klar, dass Chips, die normalerweise teurer sind, plötzlich billiger zu haben waren wie der Mainstream. Was auch absurd ist im Grunde genommen. Was tun also in dieser Situation? Ein Lösungsansatz, den ich dann gegangen bin, ich habe überlegt, okay, ich kann ja nicht alle Nase lang Redesigns machen von meinen Geschichten, da werde ich ja verrückt und da komme ich auch gar nicht hinterher. Also gehen wir auf eine Modulbauweise rüber.
Und mit der Modulbauweise, das sieht also so aus, dass ich dann ein Prozessormodul habe, was ja nichts Ungewöhnliches ist. Wir verwenden laufend Prozessormodule hier, aber hier sind selbstgebaute, wo das Wichtigste drauf ist. Spannungsregler braucht man immer. Resonator nicht unbedingt, aber häufig. Diagnose-LEDs habe ich bei mir auch immer drauf, die brauchen wir eigentlich auch immer. Dann gibt es die Forschnittstelle mit der Verbindung zum Entwicklungsrechner. Und dann habe ich mir schließlich auch aus historischen Gründen zwei Hersteller rausgesucht. Das ist einmal NXP und STM. Von NXP gibt es den MC9S08, die Serie. Das ist eigentlich auch schon fast Retro-Computing, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Die haben wir traditionell am Anfang immer verwendet. Und dann habe ich vor Jahren, weil die Dinger immer teurer wurden und das Preis-Leistungs-Verhältnis immer schlechter, ja mit STM8 angefangen, weil die sehr ähnlich sind. Also im Grunde genommen sind sie, ja, um es mal so zu sagen, mein Force-System von dem 9S08 auf den STM8 zu übersetzen, war ein Klacks. Denn es gibt für jeden Assembler-Befehl bei dem 9S08 gibt es ein genau passendes Gegenstück bei dem STM8. Der kann zwar wesentlich mehr, aber es ist eine Übermenge und bis auf 2 oder 3 Unterschiede kann man das so wegübersetzen. Und insofern war das naheliegend und zu dem Zeitpunkt war der STM8 auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Das war ein Griff ins, also nicht so glücklich, sage ich mal. Denn in dieser Krise war ausgerechnet von ST, waren die Sachen am allerschlechtesten lieferbar. Also die haben wir im Grunde genommen überhaupt nicht mehr ranbekommen. Und um da flexibler zu sein, ist dann diese Idee entstanden, das ist nun absolut nicht originell, die Prozessoren auf ein Modul zu packen, damit wir in Zukunft schneller wechseln können, falls es da Lieferschwierigkeiten gibt. Unter Umständen auch auf ganz andere Chips oder andere Hersteller, Atmel, was weiß ich, Texas Instruments. Es gibt etliche, die alle in dieser Leistungsliga spielen und austauschbar sind. Von ARM will ich jetzt gar nicht anfangen. Also um das zu entkoppeln praktisch, den größten Teil der Hardware zu entkoppeln von den Problembauteilen und das ist eben der Prozessor. Ja, die Sache hat natürlich auch Nachteile, wenn man mit Modulen arbeitet, dann hat man erst einmal grundsätzlich höhere Kosten. Das ist so, alleine durch die Steckverbindung, die man da drin hat. Da habe ich auch eine ganze Weile gesucht nach einer geeigneten Steckverbindung, die nicht so wahnsinnig teuer ist und die es von mindestens 2 Herstellern gibt. Die Gefahr dabei besteht natürlich, dass man sich jetzt wieder bei der Steckverbindung reinlegt. Wenn die nicht lieferbar ist, dann kann man kein einziges von diesen Modulen herstellen und hat eigentlich unterm Strich überhaupt nichts gewonnen. Also das war natürlich ein Punkt, dort irgendeinen geeigneten Steckverbinder zu finden, der, ja, wie gesagt, zumindest von 2 unabhängigen Herstellern in irgendeiner Form lieferbar ist. VG-Leiste. Bitte? Die VG-Leiste mit 64 Pins oder so. Oh, viel zu viel, um Gottes Willen. Ich habe gerade mal einen Mini-Stecker mit 20 Pins. Alles ist darauf runter skaliert, denn damit das Konzept funktioniert, muss man ja nun mal eben leider auch von dem kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehen und der ist klein. Nicht? Also das heißt, ich habe tatsächlich nur 20 Pins, die ich da rausführe. Das ist natürlich eine Einschränkung, vor allen Dingen, wenn man einen Prozessor hat mit 48 Pins, ist das im ersten Moment irgendwie bescheuert. Aber was soll man machen? Letztendlich ist das dann in diese Richtung marschiert. Hast du dir mal überlegt? Kontakte auf die Platine machen? Direkt stellen? Carsten, fang mal an. Goldkontakte auf die Platine machen. Ja, wenn ich eine Platine direkt auf eine andere Platine löte, dann habe ich den Platz verschwendet. Der ist weg. Und wenn ich eine Steckverbindung habe, kann ich in eine zweite Ebene gehen. Das heißt, ich habe ein besseres Volumen mehr oder weniger. Und da es bei uns auch immer so ein bisschen auf Größe ankommt, ist der Weg praktisch auch verbaut gewesen. Also das wäre natürlich das Eleganteste, dann habe ich überhaupt keinen Stecker und auch keinen Lieferanten logischerweise an der Stelle. Nee, so hat es dann nicht geklappt. Also entstanden sind dann, und das ist auch ein bisschen, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe mit diesen Modulen angefangen und dann entstand ein Modul nach dem anderen, auch weil ich jemanden zur Verfügung hatte, eine studentische Hilfskraft, der konnte ganz gut layouten. Und dann habe ich den eine Variante nach der anderen machen lassen. Also wir haben jetzt inzwischen Module für 8 verschiedene Prozessorfamilien, wenn man so will, hier rumliegen. Nee, 6 sind es, Entschuldigung, ich soll nicht so übertreiben. Was im Grunde genommen hunderte von Chip-Varianten abdeckt, die wir darauf packen können, solange wenigstens einer von diesen beiden, also NXP oder ST, überhaupt in der Lage ist zu liefern. Also was Daten betrifft,
bin ich, muss ich im Nachhinein sagen, da bin ich, glaube ich, auch über das Ziel einigermaßen überweggeschossen. Denn die Pointe kommt jetzt. Ich habe noch nicht eins von diesen Modulen bis heute verwendet. Denn alle Neudesigns hängen fest. Und was es die ganze Zeit immer nur gegeben hat, waren mehr oder weniger kurze Redesigns. Also so Seitwärtsbewegungen. Es ist nicht wirklich vorwärts gegangen. Aber bei neuen Entwicklungen, bei den etwas größeren, wollen wir dann eben auf diese Modulbauform umsetzen, damit dann die nächste Krise einen nicht so hart trifft, sondern dass man die dann besser ausreiten kann. Ja, was macht man, wenn man nichts mehr einkaufen kann? Zunächst einmal macht man ein dummes Gesicht. Wenn die Lieferzeiten in die Größenordnung von 1 oder 1,5 Jahren gehen, hat man ein ernstes Problem. Das wird dann auch schnell existenziell, wenn man nicht aufpasst. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger zum Experten ausgebildet für seltsame Prozessoren. Es gibt nämlich tatsächlich auch bei Prozessoren oder bei Chips gibt es Ladenhüter. Chips, die irgendwie in der Praxis nicht gut angenommen wurden. Also wir haben hier bei uns zum Beispiel einen Coldfire-Prozessor mit einer Kryptografieeinheit. Der wurde mal eine Zeit lang produziert, auch nicht sehr lange, dann wurde er gleich wieder eingestellt, weil ihn eigentlich keiner haben wollte. Wer sowas vorhat, nimmt, glaube ich, inzwischen irgendwas mit ARM oder so. Und diese Coldfire-Ladenhüter konnte ich dann tatsächlich finden. Da muss man so ein bisschen flexibler suchen, weil sich die Bezeichnungen dann ein bisschen ändern. Und konnte die tatsächlich noch günstig einkaufen. Auf die Art und Weise sind wir, was den Coldfire anbetrifft, über diese Krise drüber weggekommen, einfach mit Chips, die sonst keiner haben wollte. Und das gibt es auch in anderen Bereichen. Es gibt auch von ST seltsame Chip-Varianten, die eine engere Toleranz haben. Da ist irgendwo taucht ein I auf in der Bezeichnung mittendrin. Und wenn ich mich richtig entsinne, haben die einen besseren RC-Oszillator. Ja, who cares? Also wollte eigentlich auch niemand haben, lag dann bei irgendeinem Großhändler rum, konnte ich wunderbar einkaufen und bei mir einsetzen. Das war das mit den engeren Toleranzen. Es gibt aber auch Gehäuse, die absolut unbeliebt sind. Also gerade dieses, was hatten wir? Hier das LQFP44, das ist ein riesiges Gehäuse, was eigentlich niemand mehr freiwillig verwendet, außer er hat sehr viel Platz. Und auch da findet man dann Prompt-Chips, die rumliegen und die offensichtlich niemand haben will. Die habe ich mir gleich geschnappt, denn bei diesem Modul, das Modul ist so ausgelegt, dass auch so ein großes Gehäuse ohne weiteres darauf passt und noch verwendet werden kann. Ja, und dann gibt es natürlich ganze Mikrocontroller-Familien, die nicht gerade sehr beliebt sind. Also das findet man besonders bei NXP im 8-Bit-Bereich. Die haben da wohl enorm an Boden verloren. Und deshalb konnte ich hier, wenn ich mal eben einen zurückgehe, hier diese 9S08P-Serie zum Beispiel, also das habe ich beobachtet, die lag auch dort jahrelang teilweise bei Großhändlern im Regal und niemand wollte die Dinger haben. Da habe ich mir gesagt, okay, das Ding ist nicht schlecht, das Ding war auch preiswert, also habe ich mir die auch erstmal geholt. Die liegen momentan noch als Notfallreserve bei uns im Schrank. Falls wir die anderen nicht bekommen, können wir notfalls mit so einem Teil hier irgendwie weitermachen, auch wenn es vielleicht nicht der letzte Hit ist. Aber das ist mir ja egal. Es geht ja nur darum, die Produktion irgendwie am Laufen zu halten, damit wir hier klarkommen. Das ist also das im Grunde genommen, was in der Krise passiert ist. Und die entscheidende Idee war, nach Außenseitern zu suchen. In allen Bereichen, nach Chips, die auch, also zum Beispiel dieses Single Gate, was ich mit der einen Bezeichnung da drin hatte, das kommt jetzt aus dem Automobilbereich. Das ist 3- oder 4-fach zertifiziert, ich weiß es nicht. Dadurch auch relativ teurer, aber immer noch billiger, wie bei einem chinesischen Broker einzukaufen. Man musste also sehr viel Flexibilität einfach an den Tag legen und es ist leider so, dass es sehr viel Nervkram und zusätzliche Arbeit ist und auch nicht gerade die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, aber was soll man machen? Letztendlich ist man davon abhängig. Die Großhändler sind auch ziemlich fies geworden, muss ich sagen, in letzter Zeit. Also in den letzten 2 Jahren unterschreibt man, wenn man bei einem Großhändler Ware bestellt, eigentlich immer, dass man erstens das Ganze nicht stornieren kann und zweitens auch nicht zurückgeben darf. Und drittens muss man akzeptieren, dass man keine Ahnung hat, wann die Ware kommt. Das ist der unangenehmste Punkt. Also die Lieferzeiten werden nicht mehr garantiert. Das können die Großhändler teilweise auch wohl nicht mehr, weil sie es selbst von den Herstellern wahrscheinlich nicht mehr ordentlich erfahren. Und wir haben es also über die Zeit erlebt, dass wirklich jede Woche eine Änderungs-AB reinkam, wo dann die Liefertermine Monate nach vorne oder Monate nach hinten gezischt sind, je nachdem.
Was soll man machen, um sich gegen sowas zu wehren oder dann mit sowas umzugehen? Es bleibt eigentlich nur die Möglichkeit zu hamstern. Das ist ziemlich blöd eigentlich. Aber es ist eigentlich wie mit dem Klopapier, durchaus vergleichbar. In dieser Krise, als sie alle gesehen haben, dass es eng wird, haben alle angefangen einzukaufen, was sie noch einkaufen konnten. Und ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich habe das, was ich noch kriegen konnte, habe ich mir hingelegt. Das ist natürlich volkswirtschaftlich gesehen völliger Blödsinn, weil man dadurch die Situation noch weiter anheizt, noch weiter verschärft, die ganze Geschichte, und sich also gegenseitig hier auch noch in Deutschland die Bauteile wegschnappt, mehr oder weniger. Na gut, ich habe, wie gesagt, Ladenhüter eingekauft, die wollte sowieso keiner haben. Insofern bin ich da vielleicht nicht ganz so schuldig. Aber das ist auch doof einfach. Im Grunde genommen ist das dann eine, wenn so eine Krise erstmal in Gang gekommen ist, hat sie eine Tendenz, sich selber zu verschlimmern, mehr oder weniger. Na gut, also wir haben jetzt hier einen absurden Bestand an Bauelementen momentan. Das ist also völlig, völlig verrückt, was hier alles rumliegt bei mir. Aber was soll man machen? Ich habe ja auch keine Lust, jetzt meinen Laden zu schließen innerhalb der nächsten ein oder zwei Jahre. Das kommt nicht in die Tüte. Ja, und dann ist es eigentlich eine False-Flag-Operation, denn es geht bei diesem Vortrag gar nicht primär um False. Habe ich euch reingelegt. Gestern, als ich die Folien vorbereitet habe, ist mir nämlich klar geworden, ich weiß gar nicht, ob False sehr gutes Werkzeug ist in diesem Zusammenhang. Ob ich da besonders flexibel bin beim Prozessorwechsel, das weiß ich vor allen Dingen deshalb nicht, weil ich nie etwas anderes probiert habe. Ich nutze ja dann nur mein eigenes System, das ist perfekt portabel, kein Wunder, ich habe es ja auch dafür letztendlich gemacht. Aber wie ist es eigentlich, wenn man das in C vor diesen Problemen steht, wenn man da eine Prozessorfamilie wechseln muss? Zumindest theoretisch sollte das ja auch einfach möglich sein, aber ich weiß es nicht. Und deshalb beginnt an dieser Stelle eigentlich mal eine Frage an euch. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, Meinungen zu? Ich will jetzt auch kein Loblied auf Force singen, was diesen Punkt anbetrifft, ohne zu wissen, wie es mit anderen Entwicklungsumgebungen aussieht. Das macht ja auch keinen Sinn, im Grunde genommen. Ja, das ist nämlich schon wieder alles. Ich habe es, glaube ich, diesmal sogar noch schneller geschafft. Also die Frage steht im Raum. Ist das immer noch eine gute Idee, auch an dieser Stelle mit Forth zu arbeiten, oder wäre man da mit kommerziellen C-Systemen oder so tatsächlich besser bedient? Das würde mich auch mal interessieren, denn ich stelle mir ja selber auch regelmäßig die Frage, ob es eine gute Idee ist, so weiterzuarbeiten oder ob ich lieber auf irgendeinen Mainstream-Kram ausweiche. Tja, was ich noch zeigen kann, dazu müssen wir allerdings, glaube ich, die Folie irgendwie loswerden. Ich kann noch mal in die Kamera halten, meine ganzen Module hier. Obwohl das eigentlich langweilig ist, die sehen genauso aus wie alle anderen Module auf dieser Welt. Ja, nicht? Also was soll es anderes sein? Da ist halt der Prozessor drauf, der entsprechende Stecker ist da drauf und ein bisschen drumherum und das war es dann auch schon. Und immerhin, die Dinger kann ich selber bauen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich wollte keine Module einkaufen. Es gibt ja Module ohne Ende in allen möglichen, also meistens mit wesentlich größeren Prozessoren, davon mal abgesehen. Und das möchte ich aber auch nicht, weil dann auch wieder neue Abhängigkeiten entstehen. Also ich möchte schon, dass ich das hier machen kann. Deshalb dieser Weg. Ich wollte noch mal was zur Chip-Besorgung erzählen. Als ich meinen Z80-Rechner seinerzeit bei einer Firma zusammengebaut habe, da gab es die IBM-PC-Krise. Das heißt, es gab keine Floppy-Disk-Controller, die 765er mehr. Und der Firmeninhaber, bei dem ich das Board zusammengebaut habe, der hatte einfach in einem Vertrieb jemand engagiert, der aus den fertigen PCs die 765er, die damals gesockelt waren, rausnahm und an ihm weitergegeben hat. Ich habe mal für eine Firma eine Entwicklung durchgeführt hier in Hamburg. Die haben wirklich jahrelang alte 6802 oder irgendein Tüdelkram ausgelöteten Cheat aus China wieder zurückgekauft und in ihre Neuware eingebaut. Ich nenne keine Namen. Aber das, selbst das habe ich schon mal erlebt, dass das einer gemacht hat. Das ist natürlich abenteuerlich irgendwo. Ja. Und abgesehen davon, für mich sowieso nicht praktikabel. Also das. Nee, das. So, der Klaus wollte noch was sagen dazu. Ja, genau. Ich komme aus dem Bereich, ich bin ja Distributor FAE und habe deswegen die letzten 3 Jahre mich hauptsächlich mit diesem Thema befasst. Und da möchte ich gleich mal die Frage beantworten, Lösungsansatz Force. Das
geht eigentlich nur dann, wenn man tatsächlich einen Force auf verschiedenen Systemen hat, wo man sofort verwenden kann. Also vom momentan, was ich da sehe, ist der beste Ansatz tatsächlich Merisp, weil das ist an den meisten Microcontrollern mit angepasst. Also das ist eine gute Ausgangsbasis. Ansonsten bleibt einem leider nichts anderes, als die Libraries von den Herstellern zu verwenden. Und das beginnt ja immer dann mit den eigentlichen Call-Routinen und so weiter. Und das ist bei jedem anders. Und auch dann die Entwicklungsumgebung ist immer anders. Also von daher kann man schwer sagen, dass man dann eben mit Force wirklich weiterkommt. Und auch dann eben generell der Wechsel von einer Familie zur anderen ist schwierig. Man muss auch dazu sagen, dann eben bis auf die wenigen Familien, die tatsächlich dann eben in dieser Krise sehr schwer zu kriegen sind, weil die eben nicht mehr ausgebaut werden in der Fertigung und die Nachfrage im Faktor 2 oder 3 gestiegen ist, sind natürlich extrem schwierig zu bekommen. Aber insgesamt wurde tatsächlich selbst in der Krise, zumindest in Europa, deutlich mehr geliefert als die Jahre zuvor. Also das ist tatsächlich so ein Spiel gewesen, wo man sich wundert, wohin gehen die ganzen Bausteine. Vermutlich sind jetzt viele auf Lager und deswegen wird es momentan schwieriger werden, die loszuwerden. Auf der anderen Seite haben natürlich auch die Hersteller angefangen, zu schauen, welche der Produkte wollen sie tatsächlich nur länger mit verwenden und haben da eben neuere Technologien mit eingeführt. Also zum Beispiel bei ST sind es dann eben die U5 oder neuerdings die H5, wo damit in die Familie gekommen sind. Andere Hersteller haben sich ganz verlagert auf Wireless-Produkte. Die kriegt man dann also zum Beispiel die EFR-Familie von Silicon Labs deutlich besser als die EFM-Familie, weil man einfach sagt dann eben, diese Wireless-Produkte sind für die Zukunft gut gerüstet, aber momentan noch nicht in so vielen Projekten drin, dass es knapp werden würde. Man kann sich selbst als Kunde oder Distributor auf nichts einstellen, weil das Problem war ja damals, dass tatsächlich die Lieferzeiten von 8 bis 12 Wochen gleich auf 52 Wochen oder mehr, teilweise auf 2 Jahre gestiegen sind. Also von daher kann kein System das irgendwie mit abfangen. Wir reden natürlich auch immer mit den Kunden, dass es sich möglichst dann eben so für 2 Jahre dann eben einen Plan mitmachen, welche Produkte sie mit brauchen. Aber das ist halt sehr schwierig, wenn man dann eben neuere Produkte hat. Und umgekehrt bei uralten Produkten hat man natürlich auch das Problem, dass man irgendwann mal ein End of Life bekommt, wo dann auch nur ein paar Monate noch Reserve mit drin sind. Da muss man sich dann auch wieder mit eindecken oder tatsächlich ein Neudesign anfangen, was natürlich illusorisch ist, das innerhalb von einem halben Jahr hinzubringen, wenn man nur irgendwelche Zertifizierungen mit braucht oder eben auch Tests. Deswegen, es war ein schwieriges Thema, es wird langsam besser, also die Lieferzeiten gehen jetzt langsam wieder runter in den 20-Wochen-Bereich, aber es bleibt schwierig bei älteren Produkten. Gott sei Dank haben als viele Hersteller angefangen, die Verfügbarkeiten auf ihrer Webseite unterzubringen. Also es gibt also diese sogenannte Longevity-Webseite, wo man dann tatsächlich nachschauen kann, wie lange gibt es den S9 noch oder eben auch die anderen Derivate. Und von daher kann man sich schon einigermaßen vorstellen, welche Produkte werden wie lange noch mitlaufen. Und ansonsten nur der Rat, dann eben möglichst neuere Produkte zu verwenden. Und da hat man halt wieder das Problem, dass es noch keine Force-Implementierung mit gibt. Und leider ist es auch nicht so einfach, weil eben man viele Themen mit behandeln muss, wo man eben erstmal ein paar tausend Seiten Dokumentation lesen müsste, um das völlig zu verstehen. Also zum Beispiel bei meinem Microcontroller, was brauche ich am häufigsten? Flash, lesen, schreiben, IOs natürlich mit nutzen und dann eigentlich für die Applikation hat man natürlich viele Sachen wie AD-Wandler, Portleitungen. Von daher, man fängt immer neu an, wenn man mit einem neuen Controller reingeht. Und wenn man natürlich dann eben Eval-Kits und Software vom Hersteller mit hat, ist der Einstieg deutlich schneller. Deswegen, ich denke, momentan im Mikrocontroller-Bereich kommt man nicht um diese übliche C++-Entwicklungsumgebung drumherum. Ja, okay, danke Klaus. Der nächste Kommentar war vom Anton. Ja, zu deiner Frage, ob vor ein Lösungsansatz ist, also was ich mir dazu denke, ist, dass es ein Vorteil ist, dass du dein eigenes Force-System hast,
mit dem du eben, dass du eben selber kontrollierst und eben, wo du dann eben anpassen kannst an neue Prozessoren für relativ wenig Arbeit. Und insbesondere eben Microsoft selbst hat gemeint, eben, also das ist halt eine Geschichte, die die Programmiersprachenleute und die Compiler-Leute von Microsoft Research gerne erzählen, dass eben die Tatsache, dass sie ihre eigenen Compiler haben, eben für ihre Produktleute, also Microsoft Word für Mac ist so das klassische Beispiel, wesentlich wichtiger war, als ob sie eben das Betriebssystem beherrschen. Okay. Ja, die Frage ist halt eben, ob man in Zukunft, also die Prozessoren werden ja leider immer komplexer, ob das dann auch Spaß macht, ein eigenes Forksystem anzupassen. Ja. Ich meine, ich habe noch einiges in der Hinterhand, also das System, was ich habe auf dem MSP 430 oder auf dem AVR, diese ganzen, also wenn wir selbst auf ARM wahrscheinlich wäre es nicht besonders kompliziert, das umzusetzen. Also da habe ich noch eine gewisse Hoffnung. Aber gerne macht man es natürlich nicht, ne? Also ich kann vor allen Dingen nicht 30 Sachen auf einmal umstellen. Und wir waren ja quasi mitten in einer Umstellphase und haben jetzt wieder zurückgerudert auf diese NXP-Geschichten, weil sie teilweise einfach als einzige lieferbar waren. Ja, es ist. Naja, also ich meine, die Portierung der Tools, das ist natürlich irgendwie einfach. Wenn du die Hersteller-Tools nimmst, dann musst du nämlich gar nicht portieren. Und wenn du sagst, naja, dann nehme ich das in C, aber da ist ja die Anwendungsentwicklung, die ist ja eine ganz andere. Nichts Interaktives, sondern ja, wenn es gut gemacht ist, irgendwie mit einem Debugger, wo ich Single-Steppen kann. Aber inkrementelle Dinge ausprobieren oder so, das geht ja alles nicht, wenn ich in C programmiere. Und die Tools sind sofort da, ne? Also da gibt jetzt hier irgendwie von BCH gibt es ja so einen RISC-V-Chip, die haben die GCC-Toolchain angepasst und da muss ich gar nichts für tun, um das zu portieren sozusagen. Aber die Art und Weise, wie ich diese Tools dann einsetze, da glaube ich eben, ist C-Programmieren eigentlich nicht so toll. Ich will interaktiv programmieren und ich möchte auch inkrementell mich an diese Dinge ranmachen. Und das geht eben, wenn ich C verwende, nicht, weil es einfach irgendwie immer noch den Edit-Compile-Run-Zyklus macht. Und der wird vielleicht versucht abzukürzen, aber so interaktiv wie das im Force ist, geht es nicht. Also ich glaube, dass C als Basis da ist und die Bibliotheken und die Initialisierung des Prozessors, das muss alles geben, aber ich will eigentlich immer die Kommandozeile, sage ich, ja, genau. Also den Auto-Interpreter und die Interaktivität, die möchte ich gerne haben. In der Kommandosprache, die angenehm ist. Und klar, wenn ich MicroPython verwende zum Beispiel, dann kriege ich einen Python-REPL. Aber dann muss ich eben auch diese Infix-Syntax mit den vielen Klammern verwenden und mit dem Einrücken. Und das ist deutlich einfacher, wenn ich Force verwende. Viel, viel prägnanter und präziser, Okay. wenn man es kann. Philipp hat Die schon zweimal Gefahr. aufgezeigt vorher. Oh, sorry. Nö. Ja. Noch kurz dazu. Die Gefahr, denke ich, wenn man einen C-Compiler verwendet vom Hersteller, dass man halt sich auf irgendeine Erweiterung, eine Library oder sonst was einlässt, die es dann eben nur für diesen Prozessor gibt. Ich meine, man kann es vermeiden, aber das ist halt auch, also so einfach ist es halt nicht, ne? Sag mal, Microchip kam bei dir nicht in der Liste vor, Jörg. Nee, das, nee, das, man kann auch nicht alles abdecken. Nee, würde ich aber auch nicht anfassen. Ja, das würde mich interessieren, warum? Also die wenigen Male, die ich darüber geguckt habe, hat es mir nicht gefallen. Es ist so banal, ja, aber es ist so einfach. Nee, das, ja. Okay, Philipp, Also bitte. da find ich ein MSP 430 wesentlich, zunächst einmal wäre das naheliegender. Das ist mehr so die Liga, in der wir hier unterwegs sind. Waren aber Und auch in der Krise keine Alternative dann, weil eben am Anfang konnten sie noch besser liefern und am Schluss war es genauso kritisch wie alle ja, anderen. habe ich gesehen, dass das auch, ich habe da immer mal so über den Tellerrand geguckt, was da noch so herumschwirrt.
Und das konnte man also sehen. Und Texas Instruments zuletzt zumindest auf ihrer eigenen, in ihrem eigenen Shop liefern ja auch überhaupt keine Lieferzeiten mehr. Man kann nicht mehr vorbestellen, gar nichts. Im Grunde genommen muss man da jede Woche gucken, ob die irgendwas haben und dann zuschlagen, was für uns die Planung auch nicht gerade einfacher macht. Naja, es bleibt schwierig. Und ein Problem, was ich auch schon angesprochen hatte, ist diese unglaubliche Flut an Varianten, die einfach nur ärgerlich ist. Also es ist 1000 Gehäusevarianten, 3 Temperaturvarianten, 3 oder 4 Speichervarianten und dann gibt es also derart viele Typen, dass es auch logistisch einfach natürlich ein Albtraum ist, auch für einen Distributor. Was soll ich mir da jetzt auf Lager legen bei diesen ganzen? Und deshalb gibt es eben auch Ladenhüter, weil das manchmal schief geht. Und dann Sachen ganz einfach jahrelang teilweise im Lager liegen bleiben, die man dann nicht los wird. Und dann kann man da nochmal eine Verpackungseinheit abgreifen. Das Problem ist, dass hinter den 1000 Varianten meistens nur 50 Einheiten mit sind und das Lösungswort lautet Superset. Ja, ich würde auch ja, oder, sagen, oder das ist ja eine Marketing-Sache, ne? Das ist einfach ärgerlich. Irgendwo. Okay, darf ich ganz kurz, wir kommen gerade ein bisschen zu einem Workshop rein und ich wollte jetzt eigentlich noch die Fragen zum Thema noch, also noch kurz abarbeiten, weil der Philipp hat nochmal aufgezeigt, dass wir das auch mal machen und dann können wir gerne noch einen Workshop später vielleicht dranhängen. Philipp, bitte. Ich wollte nur nochmal in die Kerbe vom Anton nochmal reinhauen und mit einer zusätzlichen Frage, wie gute C-Entwicklungsumgebung hättest du denn zur Verfügung für diese Exoten, für diese Ladenhüter, die du da gefunden hast? Das ist gut, also da muss man vielleicht Exot relativieren. Der Prozessorkern ist ja kein Exot. Okay. Den gibt es ja schon seit ewig und 3 Tagen. Es sind nur halt eben Varianten mit seltsamen Zusatzeigenschaften, die keiner braucht. Ich formuliere es mal so. Okay. Oder eben auch 8-Bit-Prozessoren mit 128K Speicher. Das passt nicht so wirklich prickelnd zusammen. Wer so viel Speicher braucht, nimmt eigentlich ein größeres System und nicht einen 8-Bit-Prozessor. Und dann findest du manchmal solche Dinger herumliegen, die dann eben in dieser idiotischen Phase dann teilweise sogar billiger waren, wie die mit weniger Speicher, weil die Leute da vergessen haben, die Preise anzupassen oder weil einfach die Nachfrage auch nicht da war. So meine ich das. Also es ist nicht, der Prozessorkern ist nicht exotisch. Okay. Das ist 0815. In die Richtung, das wäre nämlich das, wonach ich fragen würde, wenn ich mir überlege, ob ich von dort, wo du genau wie Anton sagst, den Vorteil hast, du musst zwar die Pflege selber machen, das ist nervig, aber du kannst sie auch selber machen. Das ist so, wenn du in einer Klemme bist, unter Umständen ein guter Freiheitsgrad. Und gerade ein Prozessor, der vielleicht gerade nicht viel gekauft wird, dann ist die Frage, wie alt ist da die sozusagen kommerzielle oder die gepflegte Umgebung da draußen. Plus, du hast dann eben auch verschiedene C-Varianten, was dir dann auch nochmal lustige Effekte reinbringen kann. Also so gefühlt würde ich sagen, ist klang dein Ansatz, ich habe das gleiche Forth, mein Forth und passe das auf die verschiedenen Prozessoren an. Das klang für mich eigentlich so als modularer Ansatz, sozusagen das Software-Äquivalent des modularen Ansatzes, den du auch mit deinen Prozessormodulen hast. So war es auch gedacht, ja. Ausgesprochen passend. Ohne dass ich selber jetzt im Embedded-Bereich irgendwelche Hands-on-Erfahrungen hätte. Aber so von einem Software-Architektur-Standpunkt her klingt mir das sinnvoll. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man den Fehler selbst gemacht hat, weil er im eigenen Force steckt und man ihn halt, wie du auch sagst, Philipp, selbst beheben kann oder ob man auf den Hersteller angewiesen ist und wie da die Reaktionszeiten sind oder ob man da überhaupt Hilfe bekommt, ist so eine Geschichte. Also es ist tatsächlich so, dass ich in der ersten Hälfte meines Arbeitslebens, als ich noch Angestellter war, miterleben musste, wie mehrere Projekte voll gegen die Wand gefahren sind, weil man sich auf irgendwelche Tools teils sehr renommierter Hersteller verlassen hat, die einfach nicht das getan haben, für das sie beworben wurden. Da sind mir mehrere Projekte wirklich komplett gegen die Wand gefahren. Und immer dieses
quälende Gefühl, dass man dem Problem nicht auf den Grund gehen kann, weil man entweder die Information nicht hat oder aber auch es sich um so große Sachen handelt, also jetzt gerade in der Windows-Umgebung oder so, dass man gar nicht in der Lage ist, den Fehler runter zu tracken bis zum letzten Punkt. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch diesen komischen Weg gegangen bin. Da werde ich ja nicht selten für auch ein bisschen komisch angeguckt für. Aber ich kann eben wirklich das letzte Bit umdrehen, wenn es sein muss. Ja, und das kann ich eben bei gekauftem Kram, kann ich das nicht. Und wenn da was nicht funktioniert, dann war es das. Und das habe ich leider öfter erlebt in meinem Berufsleben. Ja. Und das hat mich geprägt. Und deshalb brauchst du da gar nicht drüber nachzudenken, ob du eine Alternative zu Force hast. Du hast keine. Außer du änderst deinen Charakter und lernst damit zu leben, dass du auf andere angewiesen bist. Wunderbar, das ist die Antwort, die ich hören wollte. Und ja. Ja, so insofern ist es ein sehr schöner Abschluss. Ja. Ja, also ich wollte auch noch mal dazu sagen, wir haben einfach akzeptiert, dass du mit C bootstrappen musst und dann den Force-Kern lädst und dass du dann auch ein C-Interface hast bis ganz nach unten. Und jetzt ist die Sache, habe ich ein paar Mal gehört, ja, aber man kann ja dann nicht jedes Bit angreifen. Das stimmt ja gar nicht. Ich kann ja den C-Code verwenden und dann disassemblen während der Runtime, schauen, was da passiert und das dann nachher selber auch dazu basteln in Force. Ich sage nur, wenn du wirklich jetzt flexibel sein willst, würde ich mir das mal überlegen, dass du so eine C-Library zum Starten und zum Initialisieren erlaubst, dann rein in Force bleibst und dann die Stücke, die wirklich kaputt sind, ähnlich wie vorher bei dem Locals wegoptimieren. Das machst du dann nochmal händisch in Force. Aber C ganz zu verteufeln, das finde ich jetzt falsch. Ja? Es ist einfach das, was die Hersteller alle halt wirklich auch testen, gell? Man muss ganz klar sehen, dass es, wenn man jetzt irgendwelche größeren Sachen anfasst oder so, ist es so alternativlos, weil man nicht alles selber schreiben kann. Es geht einfach nicht. So, und an einer Stelle muss man dann doch auf gekauften oder irgendwelche Libraries zurückgreifen, die in Force nicht zur Verfügung stehen. Das sehe ich auch so. Aber bei meinem Kram geht es momentan noch, weil ich relativ Low-Level-Sachen hier habe. Uli, du weißt was? Klaus Zubaba hat das ja gemacht mit dieser programmierbaren Logik und da hat er dann letztendlich einen Megris-Image irgendwo hingeladen und mit ein bisschen hin und her drehen konnte er dann da reinspringen. Also das cool. Hat erst die ganz firmenspezifische Initialisierung gemacht, die haarsträubend irgendwie viele, viele Seiten C-Programm sind. Also das ist gar nicht einfach. Und das nachzuprogrammieren wäre echt schlimm gewesen. Das hat er einfach benutzt und dann hat er am Ende irgendwie einen Funktionspointer gehabt auf sein Image und dann ist er da reingesprungen und dann hat das Megris übernommen. Und dann konnte man das machen. Da ist jetzt noch keine Callbacks zu irgendwelcher Funktionalität. Aber das wird man eben machen. Auch ESP32 Force ist ja so, dass das irgendwie in C programmiert ist. Muss man vielleicht nicht unbedingt machen. Aber dann letztendlich auch Bindings zu den ganzen Bibliotheken hat. Und deswegen kann das eben WLAN und Bluetooth und Filesystem und ohne dass das jemand nachprogrammiert hat. Und das ist schon nicht schlecht. Genau, so die Grenze ist irgendwo so in diesem ARM-Bereich oder Größenbereich. Das Megris macht noch auf vielen Prozessoren alles selber, aber geht nicht mehr auf allen. Eben das. Der Hans Eckes bei uns macht auch sein ARM-basiertes Force, so mit Hilfe von C-Tooling. Also im Wesentlichen fängt man eben an mit dem C, lässt sich das Zeug initialisieren, hat noch ein paar Einsprunglabels für Callbacks und dann hat man, der Rest ist Force. Du kannst ja auch C und Assembler-Sourcen zusammen kompilieren und dann dann schreibst du halt ein paar Zeilen Code, wo du dann den C-Code callst vom Force aus. Du brauchst diese blöde IDE gar nicht lange. Die hast du am Anfang halt, bis du deine ganzen Callbacks und Calls hast und dann bist du eigentlich fertig. Wenn das Ding praktisch Hello World macht, dann bist du fertig. Den großen, was ich aber, der ganz große, Hello World durch das Force. Die ganz große Ausnahme möchte ich aber noch betonen, hat der Klaus Kohlschopp vorher schon angesprochen, das ist Funk. Sobald du mit Funk wieder anfängst, musst du C nehmen, weil wenn du das nicht machst, hast du halt keinen zertifizierten Stack mehr und dann hast du auf einmal kein zertifiziertes Produkt. Also ich glaube, es kommt auf uns einfach diese Welle mit C zu und wenn wir damit halbwegs zurechtkommen, wie auch immer wir das machen. Du musst dann die Bibliothek benutzen. Die zertifizierte Bibliothek und dann machst du dann die 10 Einsprungsstellen, die du brauchst. Ja. Und dann hast du noch immer das coolste System, weil deines halt interaktiv ist und du halt das debuggen kannst, so wie es die C-Leute nicht können, gell? Genau.
Ja. Also ganz so schlimm kann das mit der Zertifizierung nicht so sein, denn wir haben ja ein selber zertifiziertes Funkmodul und das wird selbstverständlich in Force angesprochen. Da habt ihr das ganze Baseband selbst programmiert? Das ist nicht viel gewesen, weil das 802.15.4 war. Das ist also relativ einfach. Ja, bei Bluetooth ist es zum Beispiel anders. Da brauchst du nämlich den Buffer von der Bluetooth Foundation. Und dann nimmst du natürlich die Bibliothek, die das schon hat, und zahlst lieber 2 Euro an FDS oder so. Genau, andere Situation. Zu machen. Ja. Aber bei uns war es so, wir konnten den Chip tatsächlich direkt ansprechen. Das war nicht so wunderbar kompliziert. Und da haben wir tatsächlich auch so einen Buffer für. Ja, ich glaube auch den Chip ansprechen, das ist die eine Sache, aber wenn du wirklich am selben Chip sein willst, so wie bei vielen Socks, dann ist halt wirklich oft, dass du die C-Library einfach laden musst, gell? Genau, irgendwann wird das zu kompliziert, beziehungsweise kann man das nicht mehr selber leisten. Ja,